Servus, grüß dich bei uns da wieder im LS 22 auf der Waldstätten. Ja, heute müssen wir wieder einen Weg aufnehmen. Und zwar müssen wir da zum Baumarkt einer. Weg machen. Gut. Baumarkt. Einmal da raus, in den Weg. Da Verbindung. Und von hier nach hier. Und dann muss man auch anders da bringen können. Schauen wir, dass wir da um einer bringen können. Da steht das doofe Auto im Weg. Wie sieht denn? Da wieder her. Passt. Ja, und dann machen wir noch gleich einen Container hier hinten. All Export Container. Ich würde sagen, gerade noch rumgekommen. Ei. So, und was haben wir da herum? Also da sehe ich gar nichts. Auch nicht auf ihr Gebäude. Bürogebäude. Aber weil wir schon herum haben, machen wir. Ist da auch noch, was ist das? Straßenbau. Machen wir das auch noch. Warum müssen wir da öffnen?
So, was ist jetzt das? Ah, da müsste man Asphalt lohnen. Okay. Da müsste man rein theoretisch von anderen Seiten kommen. Ah. Schau von dir. Schau von dir. Aber da müssen wir dann von da vorne kommen. Sollen wir da quasi da vorne fahren? Irgendwie müssen wir auf die Straße kommen. Jetzt gerade so oben. Nein, da geht keiner. Ah, einter ist dort Abfahrt. Da müssen wir eh verkehrt rauffahren. Da müssen wir verkehrt rauffahren. Also, du darfst das niemals im echten Leben auf der Autobahn umtragen, ey. Das darf man nur im Landwirtschaftssimulator. Gut, dann machen wir jetzt einfach eine Aufzeichnung über die Wiese rauf. Dann müssen wir da irgendwann einmal herkommen. Ob da passt. Und dann müssen wir dann irgendwann löschen. Gut. Das passt bis daher. Bau. Passt. Dann lassen wir wieder zum Landhandel fahren, da ist um. Oh, die haben sogar eine Kollision. Handel. Was haben wir? Trage fahren. Passt. Gut, wie geht's dann in Großmarara? Der steht. Mört, sollten wir uns mir die Produktion kaufen. Jetzt passt es mir auf. Da brauche ich Stroh.
ist oder dies. Oder Hackschnitzel. Stroh. Wo kann ich noch Stroh verwerten? Der Mischration brauche ich auch Stroh. Oder habe ich genügend drin? Ich bin wirklich am Überlegen. Pelletsfabrik. Jetzt wollen wir schauen. Bauen. Produktion. Pelletsfabrik. Ah, so ein Haufen Fabriken. Die allerletzte, wie immer. Das darf nicht wahr sein. Gut, da brauchen wir. Was ist denn das? Kann in der Pelle, kann mit Leerpaletten zusammen mit Heu, Stroh oder Hackschnitzel. Heu, Stroh oder. Nein, da glaube ich nicht mehr. Fernwärme. Nimmt Güter an und verarbeitet sie zu anderen Produkten. Da müssen wir mal wissen jetzt, ob sich das rentiert. Fernwärme. Da müssen wir immer wieder Stroh verbringen. Und ich kriege eigentlich aus dem Komposter Stroh weg. Das eine werde ich eh nicht recht kriegen. Wo kann man einen Kompost hinbringen? Es sind einfach so viele Fabriken jetzt da drauf, dass man sie einfach alles sehen. Neu anschauen muss. Düngerherstellung, die habe ich selber. Also das brauche ich nicht. Mist oder Kompost, Mist kriege. Und da brauche ich es nicht herbringen. Getreidespeicher und Komposter selber brauche ich auch nicht. Aber in Komposter selber. Schmang. Ein Getreidespeicher. Getreidespeicher ist ja genau da herunter, oder? GHC Getreidespeicher. Der nächste Weg.
Biogasanlagen sind dann nicht da. Ich weiß nicht, was ich da sehe. Der Pelletsfabrik haben wir halt wieder einen Haufen Arbeit dabei. Wenn wir die ganze Scheiße wegbringen, ohne Autoload. Wird das ewig viel Stopp bearbeitet. Wir müssen es mal probieren, ob man das so verkaufen kann da oben. Ohne dass man sie kauft. Da kann man eigentlich, ja, einen Test. Abfahren lassen. Irgendwo haben wir da noch einen Streifensteig, oder? Haben wir es gesehen. Aber das ist der Streifen da unten. Gut. Dann lassen wir auch stehen. Lassen wir ihn da herfahren, 176. Der ist schon da. Ist recht. Parken wir den noch ein.
gut. Und dann starten wir noch. Mal wieder. Und war nur hi. Hi, hi. Schauen wir uns mal, was auszukommt. Ja, scheiß Wies. Da weiß man wieder keiner, wo man Hilfe ein bisschen aussetzt. Machen wir es einfach da noch Mama manuell rundum. Gut, dann haben wir es für die Folge wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. War wegen einer anderen Folge, weil wir wegen viel spekulieren müssen momentan. Aber dann kommt es mit der ganzen Kartenarbeit mit, was alles die Sache ist. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da, lasst einen Like da. Für den, bleibt's geil.